Beatrice Egli feiert riesige Erfolge. Ihr neues Album Balance stürmte die Charts und auf ihrer Tournee jubeln ihr tausende begeisterte Fans zu. Doch selbst für den Schweizer Sonnenschein gab es auch schon schwierige Momente im Leben, und darüber spricht Beatrice ganz offen. Bei mir ist nicht alles wie geschnitten Brot gelaufen oder leicht gewesen, dass mir alles zugeflogen ist. Das ist alles mit Arbeit und auch mit Wiederaufstehen verbunden, erzählt Beatrice Egli im Interview mit Smago. Der Schlagerstar betont, Demut und Dankbarkeit gut zu kennen, da Erfolg nicht beständig ist. Rückschläge, wie etwa schlechte Quoten bei einer TV-Show, gehörten einfach dazu. Auch in ihrer Kindheit hatte Beatrice Egli nicht nur positive Erfahrungen gemacht. Seit ich 9 Jahre alt bin, stehe ich auf Bühnen. Ich bin in vielen Einkaufscentern aufgetreten. Leute sind weitergelaufen. Beatrice betont, dass hinzufallen keine Schande sei, schließlich wäre sie dadurch noch viel stärker geworden. Die Kunst ist, immer wieder aufzustehen, erklärt die erfolgreiche Sängerin.